Ja, hallo Leute, schönen guten Morgen aus Pattaya. Es ist jetzt 13:30 Uhr. Okay, guten Morgen ist vielleicht ein bisschen falsch, aber egal. Ich werde euch gleich mitnehmen auf eine Reise in die Pattaya Dark Side. Mal schauen, was dort so los ist. Ja, und los geht's. Ja, entschuldigt bitte, dass es nicht der Originalton ist. Ich musste das Video nachvertonen, da die Windgeräusche von meinem Mikrofon so laut waren. Das hat einfach nur genervt und man hat überhaupt nichts verstanden. Ja, aber mal sehen, ob ich das so hinkriege und wie sich das hinterher anhört. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt in die Dark Side. Und auf dem Weg dorthin habe ich noch eine gute Neuigkeit für euch. Habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. In Pattaya darf wieder Alkohol ausgeschenkt werden. Die schlechte Nachricht daran ist, dass es nur in Restaurants ausgeschenkt wird und auch nur in Restaurants, die SHA zertifiziert sind. Das dürfte aber wahrscheinlich nicht so das Problem werden. Ja, das heißt, das Treetown wird sich wahrscheinlich dann, oder die Leute im Treetown werden sich dann wahrscheinlich etwas verlagern. Und ich gehe davon aus, dass auch einige Bars demnächst wahrscheinlich eine Tüte Pommes verkaufen werden, damit sie dann auch ein Bierchen verkaufen dürfen. Aber es ist schon mal ein Anfang und nicht so schlecht. So, wir biegen jetzt mal in die Soi Khao Noi ein und fahren dann mal rüber in die Dark Side. Schade eigentlich, dass man die Nebengeräusche nicht so hört von Autos etc., aber ja, was soll ich machen? Das andere war nervig, konnte ich leider so nicht lassen. Ja. Aber wir wollen ja auch Video gucken. Und da muss ich doch ja die Ohren voll labern auf dem Weg dorthin. Ja, die Dark Side, mal gucken, was da so los ist. Ja, ich denke mal, wird auch alles zu sein, was irgendwie so mit Bar und irgendwie zu tun hat. Aber vielleicht sind ja ein paar Restaurants auf, die man so noch kennt. Mal schauen. So, wir fahren jetzt über die Bahnschienen. Und sind, wenn ich hier nicht überfahren werde gleich, ich hasse diese Kreuzung. Yes. Viel Verkehr am Wochenende hier. Aber es ist schon mal schön, wenn sich ein bisschen was tut. So, Dark Side angekommen. Warum die Dark Side heißt, das weiß ich auch nicht. Ist doch gar nicht so dark hier eigentlich. Ja, links und rechts, kleine Geschäftchen überall. Ich habe mal hier eine Zeit lang gewohnt. In der Jog Jai Village. Das ist komplett auf der rechten Seite. Gar nicht mal so teuer. Schöne Häuschen am riesen Swimmingpool. Tolles Restaurant am Swimmingpool. Gutes Essen, billig. Und die Häuser waren 13.000 Baht. Drei Zimmer, Badezimmer, Küche. Alles, was man so zum Leben braucht. Ja. Und weiter geht's. Ja, ist langweilig so ohne Ton, ohne Motorengeräusche, ich weiß. Aber was soll ich machen? Ich kriege da jetzt ja keine mehr rein. Und ich will die Tour ja nicht nochmal fahren. Mein Mikrofon hat leider Gottes immer noch keinen Windschutz. Ich kriege für mein DJI keinen separaten Windschutz gekauft. Und ich habe auch keine Lust, jetzt für 3000 Watt ein ganz neues Mikro zu kaufen. Das ist dann die Sache auch nicht wert. Ja. Hier kommt gleich ein großer Markt auf der rechten Seite. Dann kommt hier auch gleich das Top Shopping Center auf der rechten Seite. Und weiter oben viele, viele kleine Barbetriebe, die zu haben. Gehe ich von aus.
Hier ist der Markt rechts. Da bekommt man eigentlich alles, was man gebraucht. Das ist sowieso eine Straße, wo man alles kriegt. Hier sind 20 Shop-Läden. Also hier in der Zeugkanal, alles vorrätig, wenn man was braucht. Hier ist Top Shopping Center, auch ein schönes Einkaufszentrum, kriegt man auch alles. Ja, und wir fahren mal weiter die Straße hoch. Am Ende kommt gleich ein Tempel, damit fahre ich aber, da fahre ich aber mit euch nicht rein, weil das Video wird sowieso schon wieder zu lang. Ich kriege das nicht gerendert. Fat Boys Bar und Grill hat offen. Auch ein tolles Restaurant. Auch nicht so teuer. Und vielleicht schenken die sogar Bier aus heute. Ja, hätte ich mal anhalten sollen. Ja, dann müsste da das Red Line kommen auf der linken Seite. Ist eigentlich ein Restaurant, aber ist auch ein Restaurant mit, ja, Ladybetrieb. Ja, und weiter geht's Richtung, ja, welche Richtung eigentlich, bis nicht mehr weitergeht. Hier sind noch ein paar Villages. Ein paar Bars, alle zu. Viele zu vermieten, zu verkaufen. Aber ich denke mal, das wird sich im nächsten Jahr alles wieder normal einspielen. Hoffe ich mal. Weil die Frage, die sich mir stellt, ist, bleibe ich in Pattaya? Bleibe ich in Thailand. Wenn es nächstes Jahr genauso ist wie dieses Jahr, dann werde ich wahrscheinlich meine 7 Sachen packen und nach Kambodscha auswandern. Da habe ich ja schon mal 6 Jahre gelebt und ich bin eigentlich nur da weggezogen, weil ich habe ja in Zhen Nong Wei gelebt und da die Chinesen das Ganze übernommen haben. Aber mittlerweile sind die da fertig mit dem Bauen soweit. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und da gibt es auch alles. Schöne Strände, schöne Inseln. Tolles Draftbier, Angkor oder ich weiß gar nicht, wie das andere hieß. Anscha. Ja, die Mädels sind da drüben auch nett und freundlich, so wie sie mal in Thailand waren vor 15, 20 Jahren, obwohl ich weiß, lange nicht mehr drüben, kann auch sein, dass die sich viel von den Thai-Mädels abgeguckt haben. Ja, das werde ich dann sehen. Ich werde erstmal vielleicht einen Probeurlaub machen. So 14 Tage, 3 Wochen, bevor ich dann die Zelte abbrechen sollte in Thailand. Ja, hier auf der rechten Seite, die linke Seite, auch ein schönes Village. Da habe ich auch mal ein Häuschen gehabt. Das Royal Garden Resort oder so ähnlich. Weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, und jetzt fahren wir die Straße weiter hoch und kommen am Ende raus, wo sich die Kautalo dann trifft mit der Kau Noi. Und wenn wir geradeaus durchgucken, dann sehen wir dort ein Restaurant, das gehört auch im Deutschen und ist auch sehr gut besucht heute, was ich so gesehen habe. Ja, wir biegen dann gleich mal links ab, fahren noch weiter in die Walachei, möchte ich fast sagen, weil da hinten gibt es auch noch ein paar schöne Bars. Werden wahrscheinlich aber auch zu haben. Aber das werden wir gleich mal uns anschauen.
Ja, da kommt nämlich das Birdcage. Schöne Bar gewesen damals. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Die haben wir wahrscheinlich auch schon ein Jahr zu. Gar nicht im Bilde, ob die überhaupt noch existieren. Sind wir in der Walachei, in der tiefsten. Und hier ist nachts auch wirklich sehr dunkel, wenn man hier durchfährt. Ja, rechte Seite sind noch ein paar Restaurants, die haben auch offen. Hier ist es. The Birdcage, linke Seite, Full Moon Bar. Und tolle Kneipen, möchte ich mal sagen. So, da vorne werde ich dann gleich mal einen U-Turn machen und halte erstmal jetzt meinen Rand. Ja. Und wir fahren zurück zur Kau. Hallo. Mal sehen, was es da so gibt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich das Video doch neu machen soll. Mit Ton, weil auch mein Mikrofon hier an meinem Computer ist nicht das Wahre, was ich so höre. Aber da müsste ich jetzt durch. Ja, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Vielleicht mache ich nochmal Neues, aber für heute muss das erstmal lange. Weil auch mein Rechner spinnt hier so ein bisschen rum. Die Bilder, die ich hier sehe, die passen nicht mit dem Ton zusammen jetzt. Da stimmt irgendwie was nicht so richtig. Ding ist einfach zu langsam. Meine Schüssel hier. Muss ich auch mal einen neuen hier zulegen. Oh, YouTube ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Das Hobby. Ah, wo wir gerade bei YouTube sind, ich wollte euch nochmal einmal erklären, was das mit dem Abonnieren auf sich hat. Und zwar, wenn ich als Deutscher abonnieren höre, dann denke ich immer an eine Zeitschrift oder sowas und ich muss dafür was bezahlen und bin monatlich dann fest fürs ganze Jahr oder so. Das ist nicht so. Da hat YouTube irgendwie, haben die wirklich den falschen Namen dafür gewählt. Ja. Also, dieses Abonnieren ist eigentlich wie Folgen, also Follow, wie. Ja, das Einzige, was ihr dann bekommt, ist, dass ihr meiner Community angehört und wenn ihr der Community angehört, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos von mir. Das heißt also, wenn ich ein neues Video einstelle, bekommt ihr auch eine Information. Und natürlich ist das alles komplett kostenlos für euch. Das Einzige, was ihr dann habt, ist halt vielleicht eine E-Mail, ja, die dann da kommt und wo dann drin steht, Thai City News hat ein neues Video abgeloadet. So, aber das könnt ihr dann auch entweder gucken oder wegschmeißen. Das ist ja dann auch nicht so schlimm. Ja, auf diesem Wege dann auch nochmal einen herzlichen Dank an die 320 Abonnenten, die meinem Kanal folgen. Das Problem ist nur, ich brauche mindestens 1000 Abonnenten, damit ich auch ein bisschen weiterkomme. Das heißt, ich kann momentan keine Livestreams machen. Ich würde gerne mit euch nach Phuket und nach Krabi und die weiten Touren fahren, aber das bringt mich ja nicht nach vorne, wenn ich euch das nicht direkt zeigen kann. Ja, außerdem für ein paar Leutchen da die Strecken abreißen, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also, bitte abonniert diesen Kanal. Wie gesagt, es ist kostenlos und es hilft mir dann dabei auch andere Optionen bei YouTube zu haben, wo ich dann
auch ankündigen kann, wenn ich ein Livestream mache oder. Das ist mir alles momentan noch untersagt. Ja, also in diesem Sinne, ja. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr auch die Videos so fleißig geklickt habt. Meine Videos wurden angeguckt jetzt oder geklickt 16 oder 18.000 Mal. Wurden auch viele Stunden geguckt. Und dann hat man nur 320 Abonnenten. Das finde ich schon ein bisschen, die Prozentzahl ist da sehr dünn. So schlecht sind meine Videos ja auch nicht. Also da gibt es schlechtere auf dem Markt, möchte ich mal so sagen. Ja, aber es ist ja, bleibt ja euch überlassen. Ja, aber es wäre nett, wenn ihr mir ein bisschen helfen könntet. Ich tue ja auch euch Teile nach Hause bringen, mehr oder weniger. Ja, und bessere Videos kann ich erst machen, wenn ich auch ein paar mehr Abonnenten habe. So, ja, das war erstmal das. Also, Button drücken, abonnieren, wäre sehr nett. Danke im Voraus. So, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Kautalo. Und ja, hier ist auch nicht viel los, wie man so sieht. Und das Video ist auch gleich zu Ende. 16 Minuten. Oh mein Bruder. Ja. Auf jeden Fall gibt es bald Alkohol wieder in Thailand oder in Pattaya. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Ich verstehe den Sinn zwar nicht dabei, aber das ist die Thai-Logik. Da esse ich die Tüte Pommes beim Bier, dann passiert mir nichts. Trinke ich mein Bier ohne was zu essen, dann habe ich den C-Bacillus in mir. Das kann es ja nicht wirklich sein. Aber gut, ich bin Gast hier in diesem Lande und ich muss halt, ja, ob ich es verstehe oder nicht, das ist ja mir ja überlassen. Okay, in diesem Sinne und tschüss. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.